Hands up, then we gonna drop. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie es ausschaut überhaupt mit unseren ganzen Bus-Dinger. Weil unser, was ist unsere Mission? Verbessern Sie Greenwood auf Level 2. Greenwood ist da unten und da haben wir bis jetzt eigentlich nur, ja, halbherzig zwei Buslinien. Aber ich glaube, wenn wir die fahren, dürfte es normalerweise funktionieren. Dann ja, nehme ich jetzt die... Schon ja, ja, ich nehme die blaue Linie und du nimmst die grüne, okay? Mhm. Ja. Crazy Games, danke für die Biddies. Hab den Anfang geklippt. Liebe geht raus, Modern Vlogs. Chris, danke für die Biddies. Wie geht's, alles fit? Natürlich, Lulas. Leute, los doch den Hype schon jetzt ausrennen. In 35 Sekunden ist vorbei. Crazy Games, danke für die Biddies. Lasst ihn ausrennen. Ende. Level 6, wir haben gerade erst angefangen zum Streamen. Der Papst, im Papst ist gerade das Herz gebrochen worden. Dort trauern. Herz das nicht, er weint vor, er locht vor lauter Weinen. Ja, so ist das bei mir. So, Mutti, wo bist du denn schon auf deiner Tour? Kaffee, 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 Kaffee. Danke, ja, mach mal Kaffee, ist eine gute Entscheidung, keine Eigenwerbung. Der ist für den Papst, oh, Liebe geht raus. Danke, Leute, für den Hype Train, so. Was genau, er steht an der Busseite, steh mach auf und verpiss dich aus meinem Bus. Wo ist denn jetzt los? Wie geht das noch schnell mit dem Sichtwechseln? F1. F1, genau. So, wie schauen wir aus? Wie viel Zeit haben wir? Genug für eine Ansprache, das fühle ich natürlich, das werden wir gleich machen. Sehr verehrte Fahrgäste, meine Damen und Herren, liebe Schwarzfahrer, ich begrüße Sie heute hier bei der MVG Mostbirn beim Rüttler. Ihr heutiger Fahrer ist Markray, 30 Jahre jung, schier wie die Nacht finster und er hat den schwarzen Gürtel in Vollkontakt Salzstangerl fressen. Bei jeglichen Wünschen, Anregungen oder Beschwerden, heute aus, Schwenig und Reh! Ich hau die weg, Kamera. Bei jegliche Form von Wünsche, Anregungen und Beschwerden, wir werden bestimmt bei irgendeinem Friseursalon steil bleiben können und dort können sie sich dann auskotzen. Aber ich bitte Sie um eins, gehen Sie mir nicht auf die Eier, weil ich probiere einigermaßen unfallfrei und ohne irgendwelche Leichen euch von Ort zu Ort zu bringen. Du warst, du bist ein Arschloch und du weißt das. So. Ganze Ansage hoffentlich geklippt und gleichzeitig wieder geschmissen. Du, wo hast du für solche Aktionen, oder wer irgendwann noch deine Freundin kennenlernen? So, also, wir werden jetzt da kurz was essen, aber beweg dich. Wir werden da jetzt da kurz weiterfahren müssen, weil wir haben jetzt da wegen der wunderschönen Aussage eh schon wieder keine Zeit. Ich muss mich schon wieder in meinen Bus einmurksen. Havara, jetzt bist du schon wieder ausgestiegen. Willst du, dass ich deine anreiß? So. Ich bin schon weg. Meine Maus ist irgendwie so unruhig. Ist sonst irgendwas? Also die Ding ist auch noch eingefahren. Geht's jetzt? Was ist da am Bushalter? Kann ausgebaut werden. Interessant. Dann fahren wir los, Leidels. Was will er da oben? Was ist das noch schnell für ein Zeichen? Weiß das irgendwer, was das Zeichen da oben noch schnell bedeutet? So. Ich habe von meinem Enkel gehört, dass es ein... Du bist Bushaltestelle vorbeigefahren. Was? Ich bin doch gerade da gestanden, du Kasperl! Also, wir versuchen jetzt da irgendwie einigermaßen den Zeitplan zum Einhalten. Wir haben 2 Minuten für die nächste Bushaltestelle. Das halten wir natürlich ein. Ich habe Zitronenvibe. Ich bin glücklich. Ob es die Fahrgäste sind, ist mir relativ blunzen. Aber wir werden es schon sehen. Okay. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt wirklich geliebt, weil das gehört unbedingt ins nächste TikTok. Muss ja eine schöne Ansage sein, ne? So. Da steigen jetzt schon wieder alle, wie bestellt und nicht angeholt. Bleib steil! Tja, schadet nicht, den Bus mal abzusenken. Weil die Gauschen hab ich ja gemacht, du Rotz, Alter! Depperter. Einsteigen! Alter, meine Buslinie ist echt gut ausgelostet, schaut das an. Irgendwer Karten, nix.
Alter, mein Bus ist fast voll. Alle hinsetzen, dankeschön. Bewegt euch eure fetten Klabusterbären verseuchten Ärsche auf die Sitzplätze, Alter. Ich weiß, dass ich Stehplätze hab, aber ihr seid ja alle zu deppert zum Stein. Wo gehst denn hin, Mutti? Huck dich hin jetzt, danke. Ist ja Wahnsinn, Alter. Okay, im Donnerdog sehen. Arnolds Freizeitpark, alle Fahrgeschäfte ausprobieren und alle Attraktionen sehen. Das freut mich so für die, was du nicht alles willst, Alter. Run. Leute, ich schließe euch die ganzen Alerts aus. Ich wollte gerade wieder was Witziges sagen. Aber es funktioniert nicht, weil ihr immer reinpfuschen wirst. Geh, Abfallgefreiter. So. Wer steht denn da jetzt vor mir? Aber er macht die Biege. Ja, wartet kurz. Ich muss warten, bis der Kasperl da vorne weitergefahren ist. Alles kaufen, dann Karten mit 20 Euro, Evil Dead. Ja, unbedingt, weil ich habe ja so viel Glasschoder, Alter. Der ganze Seiten vom Bus, das ganze Kastel da ist voll mit Glasschoder. Damit die ganzen Hobby-Pensionisten, Alter, die was alle nicht wissen, wie Münzgold ausschaut, ihre Scheine mir in den Arsch schieben können. Und ich einer dann meinen ganzen Glasschoder, Alter. Wirklich, ich huck auf die Nacht daheim und schnitz mir die Münzen schon selber. Fahr weiter da vorne, sonst wär's wieder! Das ist mir wurscht. Was ist denn? Fahr weiter! Ja, ich hab noch 2 Minuten, wir müssen kurz warten. Jede Woche in den Arnoldpark. Ja, ich hab 8 Minuten zur nächsten Bushaltestelle. Bunny, Horror Games haben wir gestern gehabt. Du brauchst nicht heute schon wieder fragen, wann's kommen. Er ist aber hundertprozentig eingepennt. Ich wünschte dir hätte. Jawohl, er fährt. Gott sei Dank. Bitte. Den willst du auch noch haben. Aussehen mit euch alle. Ja, wir haben wieder Level erreicht. Zahltag. Ich habe von meinem Enkel gehört, das ist ein Hund an der Universität. Wie viel Kohle haben wir jetzt schon wieder gekriegt, Alter? Alter, bin ich ein gefühlter Hund. Völlig 100 Fleck, Alter. Mit einem Zahltag, Alter. War das jetzt die Endstation? Hab ich den Tier nicht aufgemacht? Sicher, oder? Alter, ich hab da die Rampen ja ausgelassen. Also jetzt ist... Ich hab die Tier nicht aufgemacht, okay, das erklärt einiges. Ah, das war die Endstation. Auch nicht schlecht. Und dann fahren wir halt zum nächsten. Die Rampen einfahren, dass wir weiterfahren können. Dankeschön. 12.42, gute Zeit. Erst Leidels, Alter, weißt du was? Busstreifen, fertig aus. Mir wurscht, ob er nicht gekennzeichnet ist. Für mich ist es. Fahrt's weiter! Seh fix noch einmal. Ich muss auch schauen, dass ich wieder auf die Tour komme. Ich hab nur 6 Minuten, Alter. Eh viel zu lang. Ich werde euch schon alle kontrollieren da drüben. Macht euch keine Sorgen, Alter. Jetzt habe ich Zeit für euch. Captain Zahl, danke für den Follower. Was ist denn da für ein Verkehrschaos? Aber wenn du nicht weiterfährst, du ist für dich. Kollegen, da ist nichts. Aber fahrt einmal weiter. Jedes Mal führe ich mich auf für Folter, weil ihr alle nicht fahren könnt. Das, ich glaube, das wird gerade rot, oder? Weil ich habe noch nie so lange orange gesehen. Was ist denn da los? Die Ampel ausgefallen, oder was? Das ist jetzt rot, oder? Das ist rot, das ist das rot. Geben wir Gas. Komm. Ah, Alter. Mein Pedale rutscht halt so viel. Das ist durchgegangen. Eigenartig. So. Wo müssen wir hin? Wieder zum Hauptbahnhof. Sehr schön. Alter, was ist denn mit der Pedale heute, Alter? Da wäre noch ein wenig die 40 drauf gespritzt, oder was? Wie läuft's bei dir, Papst? Ach, da steht schon wieder so ein Halbdepper da auf, Alter. Ja, ich muss hier gerade chillen, ich bin vor dir, ich chill da. Ich frage mich gerade, wo... Geht das jetzt so? Ja. Weiterfahren, habe ich schon Blinker rechts gesetzt? Natürlich.
Eine in die Haltestelle. Ganz eine, Britsche, danke schön. So, da müssen wir jetzt ein bisschen verweilen, weil wir haben gerade Zeit im Überfluss. Das heißt, wir werden den ganzen halbdepperten Ofen da durchkontrollieren. So, steigt's alle ein, damit ich euch wieder rausfauzen kann, wenn ich einen Schwarzfahrer erwische. Aber ganz schnell. Steig aus jetzt! Das mit dem Aussteigen, das habe ich noch immer nicht so ganz geschnallt, wie das geht. Bin steppert. Aquarium gibt es diesen Monat eine tolle Ausstellung. Nicht, dass es auf Titan geht. Wie steige ich jetzt noch schnell aus? Was ist denn jetzt los? Hä? Papst, wie steige ich aus? Mit C. Wo ist denn halt, Alter? Du spielst 2 Tage im Bus-Simulator oder 3 Tage, dann bist du schon wieder komplett überfordert. Alter, ich hab sogar Glasscheiben, Alter. Ich bin richtig Corona-konform da, Alter. Könnt's mir alle nicht am Arsch gehen, so? Das nächste Mal mit ein bisschen mehr Lächeln in deiner Hock fressen, Alter, weil sonst kann's passieren, dass ich dich gleich wieder aussteigen lass. Hier! Ich bin auch freundlich, oder? Ja, siehst du, ich red gleich gar nichts, so Angst hat sie von mir. Wie schauen wir da aus? Hätte ich auch gesagt. Und ihr? Super Geschichte, wo haben wir noch? Alter, grüße. Du schaust mal verdächtig aus mit deiner Sonne. Hast du da Glück gehabt? Ah, hier, bitte. Sehr schön. Na? Fahrkarte. Gar nicht gewusst, dass der Grinch mittlerweile auch schon mitfährt. Das Ding, das man zum Busfahren braucht. Ja, nein, nicht, oder was? Was ist ein Fahrkarte vielleicht sonst in deinen Augen, Alter? Klopapier? Was ist denn mit dir los? So. Freut mich, danke. Was an die anderen kein da ist noch wer? Ja, sehr fein. Kein einziger mit, der was sagt, hole. Ah, Papst, servus. Servus. Oha! Ha, Kasperl! Ja, ich glaub auch, Alter. Hast gemeint, wenn's ganz hinten sitzt, dann sehe ich dich nicht, oder was? Hast du auch noch unsichtbar machen probiert, Kasperl, Alter? Du musst aber zuerst beim Harry Potter den Umhang holen, du Wappler. Schnauze. Ja, ich auch. Ich hab auch noch 2 Minuten, aber ich fahr zur nächsten Bushaltestelle. Jetzt geht's aus. Also, wir starten die Motore. Irgendwann müssen wir mal die Kolonne fahren. Und ab geht die Lulululuzifer. Dennis Ghost, servus, grüße. Einzig, was glaubt dir? Da hucht schon wieder irgendeine Taudelmucke, Alter. Ich trau ihm heim, Alter. Ich schwör, Alter. Wenn das jetzt wieder der Heino für Arme ist, dann kann es passieren, dass er mir das Gesicht glatt bügelt. Wo ist er? Alter, eh du kleiner Hobbygangster für Arme, Alter. Kannst du dir ein wenig einreißen, da sind andere Leute auch noch mit. Hä? Was ist mit dir? Schau mir nicht so deppert aus, so hochnäsig, Alter. Schau mir in die Augen, du Frotz. Und nimm dein Sonnenbrillen ab, oder ich ruf die Kiewerer. Weil du hast sicher die Alleinzaun gerade vorher noch. Brauchst gar nicht so blöd schauen. Schau, der schaut, Alter. Ich fühle mich beobachtet, Papst. Ich hab Angst, ich fahr wieder. Der gehört sicher zu der Mafia, Alter. Der schaut mir schon aus wie so ein kleiner Jacuzza-Kollege, Alter. Der gehört deine Finger-Tattoos. Ah, keine da oder was, hä? Bist ein bisschen anonym unterwegs? Naja. Wir müssen zunächst die Busseite stellen. Wenn du noch einmal die Mucke auftraust, frisst deine Kopfhörer. Ich hoffe, wir haben uns jetzt verstanden. Dankeschön. Immer höflich bleiben, ich hab Dankeschön gesagt. So, nächste Runde. Weiter geht's. 3 Busse, ja. Ihr und alle warten drauf, dass du einen dicker Bus dabei auskampelst. Ja. So, jetzt habe ich wieder. Also 5 Minuten, Alter, ich hab viel zu viel Zeit. So, links, sehr schön. Wir wollen weiter expandieren, wir wollen natürlich immer größer werden, die Städte größer machen. Wir sammeln gerade Kohle für richtig geile Bus. Was hast du überhaupt für einen Bus, Papst? Hast du einen langen oder einen kurzen? Ich meine, dass du einen kurzen hast, wissen wir, aber ich rede vom Bus. Ich habe einen langen. Ah, okay, Bus. Also ein Gelenksbus. Ja. Ja, passt. Nein, ist er nicht überfüllt oder so? Ja, aktuell noch nicht, ne? So, da vorne kommt die nächste Bushaltestelle. Alter, ich hab einen Bremsweg, Alter, von einem russischen Feldpanzer. So, hopp, wir haben keinen Zeitdruck. Eigentlich kann ich gleich die nächsten kontrollieren. Steigt ein, damit ihr euch ganz normal die Windelhosen ausziehen kann und euch in den Arsch aushauen kann. Schaut euch den Muskelbrotz an, der was da gerade so selbstsicher auf mich zusteuert. Ich hab's gerade vorher gesagt, schwarzer Gürtel in Vollkontakt Salzstangen fressen, Alter. Ich würde mich nicht spülen. Sonst zieh ich da die Zechennägel an. Und die schau ich mir jetzt schon, die kontrolliere ich gleich als nächstes, Alter. Du schaust mir schon so unsympathisch aus, Haberer. So, wie schauen wir aus, hä?
Was ist mit dir, hä? Du kleiner Möchtegern-Holzfäller, Alter. Magst du denn das nächste Mal gleich nippelfrei umeinander laufen? Hat der Krieg gehabt, weil sonst hätte ich da jetzt einen Seitenscheitel gezogen. Ich hätte auch gesagt, dass du dich einer bewegst, Puppe. Na, du traust dich nichts aussteigen, oder was mit dir? Hast eh mit, brav. Was sagst du? Hier, bitte. Passt schon, hat hingehört. Na, Kollege? Haha, der Tieten-Johnny, Alter, jeden Tag aufs Neige. Entschuldigen Sie, die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Warum? Hast du denn vorher stöhnen müssen, oder was? Was ist nicht? Hier, bitte. Was bist du, der Popeye oder mit Schnauzer? Schon wieder ein Schwarzfahrer, hey, Kollege. Noch nicht lesen. Also hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte ausgedacht. Oder redst du mit dir selber? So süß. Der geht's auch nicht gar so gut. Ich glaube, den müssen wir kurz buntig am Links hochsetzen. Naja, einer war wieder dabei, aber jetzt nichts Gravierendes. Lass mal so durchgehen. Wie spät haben wir es? Wie viel Zeit habe ich noch? Noch immer 2 Minuten. Warte jetzt einmal ganz kurz. Routine-Check machen. Nein, nicht hupen. Routine-Check. Kann ich den Bus heute nicht auch schon längst ausbauen? Nein. Ich will die Linie ausbauen. Der ist sicher schon zum Ausbauen. Stimmt. Dann schauen wir da aus. Nein, der ist sogar auf 6. Ich hab da auch schon viel gemacht. Hallo! TikTok. Wie viele Leute sind wir jetzt momentan überhaupt Zuschauer? 195. Ihr Liebe geht raus, Leute! Ihr tut sich schon jeden Tag was an, dass ihr mich freiwillig schaut. So, wir haben noch 1 Minute Zeit, wieder eine kurze Durchsage. Was ist die nächste Haltestelle? Lincoln Street. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwarzfahrer, die nächste Haltestelle ist Lincoln Street. Ich hoffe, dass die paar Meter schadenfrei übersteht. Ich garantiere für nichts. Ich habe da ein paar Flachmänner heute schon ausgeladen. Meine Frau hat mich verlassen, mein Kind nennt mich Arschloch, mir geht's nicht so gut. Aber ich glaube, das wird euch relativ egal sein. Hauptsache, ihr kommt von A nach B. Jegliche Vorfälle an Unfällen, Blechschäden und menschlichen Verlusten zahlt die Firma. Mir ist wurscht. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Blinker setzen. Scheinwischer aus, weil es ist puff trocken draußen. Dann starten wir los in die nächste Haltestelle. Wie viel Zeit haben wir jetzt schon wieder? Die Tour habe ich glaube ich jetzt da sehr. Wieder 4 Minuten. Da habe ich freizügig. Nein, ich fahre außen herum. Racing, danke für die Biddies. Mystischer Herr, danke für die Zahl, dass du das eingeschrieben hast. Liebe geht raus. So. Also ich muss schon sagen, ich bin idealer Busfahrer. Ich fühle mich irgendwie in einer eigenen Berufung. Ich glaube, wir werden dann irgendwann in Fernbus-Simulator anfangen. Ha, Babs, geht der auch zu zweit, weißt du was? Ja, bestimmt, oder? Ich hoffe schon. Jetzt wird es dann Zeit, dass du ein Lenkradl holst. Ja. Kommt noch. Babs wird jetzt sowieso Österreicher, weil in Deutschland will ihm keine. Vielleicht hast du bei uns mehr Glück. Ich bin heute wieder fies zu dir. Nicht depressiv werden. Ich sag das ja alles aus Liebe zum Detail. Alles. Fahrgast ignoriert, der vergessen hat auszusteigen. Ja, ist das nicht sein Scheißproblem, Alter? Soll ich ihm vielleicht nur den Arsch auswischen und fudern? Wenn der vergisst zum Aussteigen, was soll ich jetzt machen, Alter? Seit wann, in was für einer Realität lenden wir, dass der Busfahrer wegen jedem Hansel jedes Mal steil bleibt, nur weil er genau da jetzt aussteigen will? Für was machen wir denn überhaupt Bushaltelinien? Dann können wir ja gleich die Tiere offen lassen und sie sollen anspringen, wenn sie raus wollen. Ich meine, was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt Hebamme Ascher? Mach ich jetzt Geburtenhilfe oder was? Ich bin ein Busfahrer! Mit dem Bus habe ich da schon. Na, ab und zu. Klippen, Leute, klippen. Ab und zu. Ich schwör. Wie viel Zeit haben wir? Hab ich jetzt nicht geschaut. Einsteigen. Hey, aber heute traut sich keiner bei mir Busfahrkarten kaufen, ob das gefruchtet hat. Steigt's alle ein. Wie viel Zeit habe ich? Vergessen zum Schauen. 2 Minuten noch. Da kontrollieren wir nochmal durch. Heute habe ich Zeit für euch, Leute. Das braucht euch nichts glauben. Jetzt habt ihr ein paar Wochen lang, Alter, habt ihr aufführen können, Alter. Es hat schwarz gefahren wie die Depperten, Alter. Und jetzt habe ich mir durch so eingeplant, dass ich euch jetzt jeden Tag kontrolliere. Du schaust mir schon ein wenig verdächtig aus. Hast du Krieg gehabt? Wie schauen wir aus? Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie, die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen.
Soll ich darauf jetzt was sagen? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich sag, Alter, wenn du mir jetzt noch einmal deppert kommst, Alter. Okay, ich hab jeden Tag 500 Leute zum Vieren. Und du schaust aus wie jeder Zweite davon. Und wenn ich dich fünfmal frag, ob du eine verschissene Fahrkarte mit hast, dann merkst du fürs nächste Mal und pickst du auf die Stirn, du Wappler! Ja, was ist mit dir, Haberer? Wird einmal Zeit, dass du einen Rasierer kaufst, weil das kannst du ja wirklich keinen mehr Nein, wirklich. Der Allmöhi hat einen Klotzen im Gesicht gehabt zu dir, Zubi. Schön, Titten John ist der Zwillingsbruder auch wieder mal anwesend. Wenn du brav bist. Hier ist sie nochmal. Sind wir genervt, oder was? Du kannst aussteigen auch, gehst halt zu Fuß. Eine Fahrkarte gekauft? Du hast mir's gerade gesagt, du Vollblutzer, steig aus und geh zu Fuß, Alter! Und am besten gleich bunte Gamm links, lass dich mal zwei Wochen ausschauen, weil bei dir passt was nicht da um. Danke! Ich hab meine Fahrkarte in meiner alten Hose vergessen. Meine Fahrkarte? Oh, die muss der Hirsch da gefressen haben. Was für einer? Der da? Ist aber Trompeten, du Vollblutzer, was für verschissener Hirsch! Deine Gehirnzellen hat er vielleicht gefressen! Komischer Taudel, Alter. Titten John ist seine Schwester. Fahrkarte schon gezeigt. Nein, ist da einmal. Na? Was? Fahrkarte? Oh, Vorsicht! Da steht ein Bär hinter Ihnen! Das hat er nicht gezogen. Nein, hat's nicht, Mutti. Vielleicht kommst du das nächste Mal mit der Demenzschiene. Dann täte ich mir vielleicht ein bisschen leichter, dir nicht ganz einmal jetzt eine lebenslange Busfahrverbot auszusprechen. Hey, Vorsicht, da steht ein Bär hinter Ihnen! Alter, Vorsicht, dass da nicht die Dritten rausfallen, wenn du mich verarscht! Sie waren schon bei mir. Und ich komm gleich noch einmal, wenn du willst. Oh lol, was ist denn jetzt los? Was ist denn passiert? Ich bin durch die Map gefallen. Aber nur ich, der Bus nicht. Wo bin ich? Hä? Oh, Minuszeit, schnell, weiter! Fahren wir weiter. Da haben wir mal eine Wildwoche. Ja, mir kommen vier da. Die eine meint, mich frisst kein Bär, der andere meint, der Fuchs hat die Karten zerkratzt, der dritte meint, der Hirsch hat's gefressen. Ich glaube, Alter, ich bin da nicht in der Stadt, Alter, ich bin im Ökopark unterwegs, Alter. Ich hab die Tour gut aufgeteilt, ich kann echt gut Leute kontrollieren auf der Tour, weil da sind echt immer ein paar Minuten Zeit, wenn man nicht zu viel zu spät kommt. Ich kann hier schon wieder bremsen. Okay, ich bin irgendwo gespawnt. Mein Bus fährt. Hopp, hopp, aussie, 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 aussie. Braucht wer Fahrkarten, weil heute seid ihr ganz brav. Heute nervt mich keiner wegen Fahrkarten. Ein Fahrgast, kaum verschreie, sind schon da, die ganzen Sozialschmarotzer. Vielleicht soll ich sie einen in Zukunft schenken auch gleich. Nein, Fahrkarten braucht der Seniorenkarten, kannst du haben. Einfache machen wir, eine gleich. 8 Euro, alter Schwede. Danke. Ja, nichts danke, nichts zu danken, weiter gleich. Alle eingestiegen, alle fertig mit der Welt. Ja, dann holen wir uns wieder ein bisschen, bauen wir uns wieder ein bisschen einen Abstand auf von der Zeit her. Fahren wir wieder weiter. Traut dir, ich hab echt viel Zeit. 6 Minuten, da kann ich jetzt wieder alle durchchecken. Wir haben unten Rückhaltestellen, die gar nicht eingestellt sind. So, ich hab wieder Zeit, Raucherpause. Die Tour habe ich wirklich sehr freizügig gestaltet von der Zeit her. Einer noch mit alle, einer, setzt euch nieder. Ich würde nichts sagen, Madame, aber ich würde einmal dringend zum Arzt gehen, weil so wie Sie gehen, gibt es nur zwei Optionen. Entweder Sie haben es mit den Kniegelenken oder Sie haben sie gerade eingeschissen. So habe ich auch noch nie wen Geil gesehen. Naja, Inkontinenz, für sowas sollte man sich niemals schauen im hohen Alter. Ja, Alter, und du bist aber Matrix, der Hauptdarsteller gewesen, hä? Morpheus, ich habe gar nicht gewusst, dass du die Haare wachsen lassen hast in letzter Zeit. Weil den Zeitlupen-Move kaufst du original. Hands up, then we gonna drop.
drop.